Yo und herzlich willkommen zum 36. Teil des Let's Plays GTA San Fierro mit Weakling-Praktikant Tommy. Ja, San Fierro Madness war das Thema in Teil 35. Ich verstehe irgendwie diese Smoke-Dealer-Geschichte noch nicht so ganz, was ich da tun muss, ob ich da was tun muss. Da sind wir ziemlich viel sinnlos durch die Gegend gefahren. Ich würde es jetzt einfach nochmal hier mit der Deconstruction-Mission probieren. Die ist in Teil 35 auch fehlgeschlagen, aber da ist meines Erachtens noch Potenzial. Hoffe ich wenigstens. Hey, Homies! What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach them a little respect, huh? That's right. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. So sieht das nämlich aus. Mit den Baucontainern sind wir eigentlich letztes Mal noch ziemlich gut zurechtgekommen. Aber der Vorarbeiter hat uns leider vor große Probleme gestellt. Okay, das darf ich mir wahrscheinlich nicht häufiger leisten. Oh. Oder auch gar nicht mehr. Haben wir hier noch einen Bulldozer? Ich hoffe es. Oder habe ich das jetzt mal wieder vercheckt? Ich glaube, ich habe es mal wieder vercheckt, oder wie? Ah, ich habe gedacht, das Teil brennt. Ich habe gedacht, der Bulldozer brennt, aber tut er gar nicht. Alles klar, dann können wir mal locker flockig weiterfahren. Interessant. Ja. Ah, okay. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing. Ja, so sieht das nämlich aus, wenn man einen Vorarbeiter erledigen muss. Dummerweise bin letztes Mal ich in der Grube gelandet. Boah, der Nebel macht es natürlich auch deutlich leichter, hier irgendwie was zu sehen. Und ein bisschen nervig ist natürlich auch, dass der Typ hier noch unterwegs ist. Ist jetzt wahrscheinlich eine etwas dämliche Hoffnung, aber ich habe mir einfach mal gedacht, vielleicht fährt er sich da fest, aber nee, tut er natürlich nicht. Das tut er natürlich nicht, das wäre auch ein bisschen viel verlangt. Nee. Nee. Oh Mann. Alles klar. Mission erfüllt. Okay. Also das war mit Sicherheit nicht so gedacht. Hundertprozentig. Okay, wir haben jetzt hier noch Kranmissionen oder wie? Und einen Anruf. Yo, man!
It's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, well, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Was hier schon wieder abgeht, unglaublich. Ganz unglaublich. Ja, ich würde mir das jetzt eigentlich gerne mal angucken. Ich weiß halt nur nicht, welche Gefahr uns da droht und ob uns da eine Gefahr droht. Achso, in den Kran steigen. Na ja, gut, nee, das muss ich jetzt nicht machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar im Rahmen irgendeiner Mission gleich noch passiert. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier mit den Arbeitern abgeschlossen haben. Gut, ja, war auf jeden Fall wieder ein merkwürdiges Ende der Mission. Kann auch mit Sicherheit nicht so gedacht gewesen sein von den Entwicklern. Aber egal, es hat geklappt und das ist eigentlich das Wichtigste. Jetzt schaue ich mir doch tatsächlich mal die Fahrschule für Fortgeschrittene an. Transfender. Nice, nice. Ich hätte jetzt mal gedacht, dass das hier ist. Oder täusche ich mich? Fuck, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Aha, beim S wahrscheinlich, oder? S wie School. Aber der sprach ja irgendwie von einer... Achso, oder... Ach. Um die Ecke von unserer Werkstatt wahrscheinlich. Habe ich mal wieder alles falsch verstanden. Wird zwar jetzt nicht mehr weit sein, aber die Lauferei geht mir auf den Zeiger. Huch, kurz nicht hingeguckt. Ob es die ist? Wahrscheinlich schon, denke ich mal. Turning Trick. Welcome to the Advanced Driving School. To pass, you must score bronze or higher in all 12 tests. To view a demonstration of each test, please use the TV over there. Passing a test will unlock the next test in the training program. You can come back and check your scores or take new tests at any time. Abgefahren, abgefahren. Der 360er erreiche 70% oder mehr, um zu bestehen. Start, Umschalt, verlassen, Eingabe, navigieren, links, rechts. Okay, navigieren kann ich, glaube ich, nicht. Hier habe ich kein Zertifikat. Start, Umschalt, okay. Halte W und S gedrückt, um zu beginnen. Erstmal müssen wir leider das Radio umschalten. W und S gedrückt. Benutze den Wagen mit Hinterradantrieb. Hä? Okay. Ich verstehe es nicht. Ah, okay. Ob das gemeint ist? Okay. Ja, cool. Okay. Okay, okay, okay. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so hundertprozentig richtig war, aber whatever. Höchstgeschwindigkeit, Leertaste. Okay. Okay, ich bin gespannt. Ah!
Ja, fast. Ist schon ganz nah dran. Schaden minus 100%. Das ist wohl kein Zertifikat. Um mit der Handbremse um den Pylon zu schleudern und kehre dann zurück. Nee, ich glaube, das ist aber auch nicht so richtig das, was die von mir wollen. Muss ich da vielleicht außen rumfahren? Nee, ich muss schon da drin. Oh Gott, das schaffe ich nie. Das schaffe ich nie. Naja, sag niemals nie, aber... Ach so. Ich hätte vielleicht die Handbremse mal wieder loslassen sollen zwischendurch. Nee. Ich schaff's nicht, die Handbremse wieder loszulassen. Oh. Null Prozent. %52, neuer Rekord. Oh, oh, oh. 3%. Also jetzt nicht, dass es irgendwie daran liegt, aber es ist nervig, dass die Kamera sich nicht direkt mitdreht. Ja, cool. Kontrolliertes Schleudern. Okay, den machen wir noch. Keine Ahnung. Ja, wie links? Ach so, links. So, okay. Ein Powerslide um eine enge Kurve und halte in dem markierten Bereich. Nee, Moment, habe ich nicht gerafft. Der hat doch eben auch gesagt, man kann sich auf... Ach so, das Video habe ich gerade wahrscheinlich schon gesehen. Huch. Ja, fand ich jetzt nicht so toll, aber wenn die damit zufrieden sind... Reifen platzen? Okay. Zum Ende der Strecke. Auf halbem Weg wird ein Reifen platzen. Um mehr Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen, geh vom Gas. Mhm. Naja. Okay. 5 Runden Vollgas. Halte W gedrückt, um zu beginnen. Fahr so schnell wie möglich 5 Runden. Ziel ist es, unter 40 Sekunden zu bleiben. Dann gucken wir mal. Ja, läuft, würde ich sagen.
Oh Gott. Nee. Würde ich mal sagen, knicken. Absolut zu knicken. Oh Gott. Das galt noch nicht mal als Runde jetzt. Oh Gott, Radio vergessen. Fuck. Nee. Oh Gott, das Radio habe ich jetzt wahrscheinlich schon mehrfach vergessen, oder? Das ist natürlich ein Punkt, den ich nicht vergessen sollte. Okay, schwierig, schwierig. Da. Oh Gott. Keine Taste, um direkt neu zu starten. Oh Gott. Oh. Mist. No way. Oh nein, das gilt nicht als Runde, weil ich ein Stück außerhalb gefahren bin. Das ist bitter. Dann wird die auch wieder nicht zählen. Oh Gott. Doch. Dann verstehe ich es nicht. Ja, komm, 40 Sekunden schaffen wir eh nicht. War doch, ja, unter 40 Sekunden zu bleiben. Zählte wieder nicht. Ich verstehe es noch nicht, wie ich das hinkriege, ob, also was maßgeblich ist, ob eine Runde jetzt zählt oder nicht. Nee, es macht keinen Sinn irgendwie. Das macht keinen Sinn. Oder vielleicht, ja, nee, ich habe keine Ahnung. So, ich gebe es gleich auf. Ich gebe es gleich auf. Die hat auch wieder nicht gezählt. Warum? Dann wird die jetzt auch wieder nicht zählen. Doch. Ah, Mann. Nee. Ich geb's jetzt auf. Verlassen. Das machen wir ein andermal. Übel. Was ist hier?
San Andreas. Ach so. Hier ist der Übungsplatz. Alles klar. Das war interessant. Naja gut, aber ein bisschen was hat es ja vielleicht doch sogar gebracht. Hoffe ich. Eventuell. Oh. Roll out of here, now. Nicht nett, was hier passiert. So. Okay, immerhin, wir haben den Bauarbeitern mal gezeigt, was passiert, wenn sie nicht nett mit unserer Schwester umgehen und ein bisschen Fahrschule gemacht. Und ich würde sagen, das wär's dann auch für Teil 36. Wir sehen uns bald wieder in San Fierro. Macht's gut. Ciao.